Servus, Freunde. Willkommen zurück zu Rosenkreuz-Stilette. Mit mir. Freudenstachel! Ja, Freudenstachel, das hätte ich jetzt vergessen, hättest du nicht reingequatscht. Mit dem Onkel Wolf und mit. Gitarrist Simon, Gitarrist Simon, ich bin an Bord hier und guck mir das an hier. Ja, jetzt haben wir ungefähr, wie lange, eine halbe Stunde oder so Pause gemacht? Ja, eine kleine Essenspause, ich musste mal eben was essen. Ja, er hat seinen Döner runtergeschlungen wie so eine Bestie, so Abschlinghaps. Ja, wie du die kleinen Kinder, ne, der böse Wolf hier. Ja, eigentlich bin ja ich der Wolf und fresse, aber... Der böse Wolf isst kleine Kinder auf. Ja, isst kleine Zorneshaufen, er zerfetzt sie, dass sie nur mehr in irgendwelche Fetzen, so wie die hier rumlaufen. Dann ist das Spiel aber ab 18, wenn du sowas machen würdest. Nee, was soll's, wir haben gegen Zorne gekämpft und verloren, wir haben Groller bekämpft und verloren. Die Bea besiegt. Ja. Und jetzt haben wir diese megamäßige Stachelattacke bekommen, die Freudia uns schon im ersten Teil einen Kopf geworfen hat. Den Freudenzwinger. Den Freudzwinger oder Zwinger. Zwinger mit Z-Z-W-I-N-G-E-R. Nein, Zwinger mit S, also der Swingerclub. Ja, ja, okay, wenn es so ist. Dann nehmen wir gleich die nächste beste Frau, die hier an der Stange tanzt, wie man sieht. Das ist kein Dreizack, das ist eine Go-Go-Stange. Ja, das stimmt, da man das Ende des Speers nur sehr leicht sieht. Dieser Speer heißt übrigens Leviathan, oder Leviathan heißt das. Und deswegen, man sieht halt nur den Stiel, den Griff, und deswegen könnte man es als Stange verstehen. Ja, ich habe neulich gelesen im Internet, dass... Also es gibt ja von Rosenkreuz-Stilette auch eine Wiki-Seite. Da habe ich gelesen, dass der Speer von Trauerer hier tatsächlich Leviathan heißt, und nur weil es sozusagen nachempfunden wurde von Leviathan von Mega Man Zero. Da ist ja ein Mädchen, das trägt auch einen Speer, und genau diese heißt Leviathan. Und deswegen heißt dieser Speer so. Da habe ich keine Ahnung von, Mega Man Zero kenne ich nicht. Könntest du ja auch mal gucken, habe ich auch Let's Played, allerdings ist das mehr von... sozusagen der Übergang von meiner alten Sprechweise zu meiner aktuellen, wie ich jetzt darf spreche. Darf ich nicht gucken, weil ich es noch nicht kenne. Ich müsste es vorher einmal spielen. Na gut. Was soll's, wir nehmen die Go-Go-Tänzerin, trauere Rede. Sollte ich es einmal fertig gespielt haben, werde ich es mir dann selbstverständlich angucken. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, das klassische Mega Man und die Spiele, die auf klassischem Mega Man aufgebaut sind, gefallen mir wesentlich besser. Ja, auch. Als Mega Man X oder Mega Man Zero. Also Mega Man Zero kenne ich zwar noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, wie das ungefähr ist. Oh, diese Musik ist wieder schön. Oh, und wir haben eine schöne Freude, ja. Die bringen dich nicht um, die machen nur Schaden. Also es gibt hier in der Stage zwei Arten von Spikes. Die mit den Gesichtern machen nur Schaden. Was mir auffällt, ich habe doch schon angesprochen, dass Rosenkreuz-Stilette viel von Mega Man übernommen hat. Man hat gesehen, in schwimmende Stage, Super Mario. Hier jetzt schwimmen. Da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Scheint so, als ob Rosenkreuz-Stilette Freudenstachel viel von Super Mario hat. Das ein oder andere auf jeden Fall. Ja. Das ein oder andere Element jedenfalls. Auf jeden Fall Super Mario. Genau wie diese Blöcke, die sind auch aus Super Mario. Toll. Du Scheißfisch. Ich glaube, ich verziehe die Feige. Oh, das war nicht gewollt, aber geiler Skill. Ja, diese Musik ist auch schön. Da! Ah, was war das? Ein süßes Octillery oder so. Die ist jetzt... Ich will da oben bleiben. Wer weiß, was es da Geiles gibt. Festen Boden unter den Füßen, würde ich mal sagen. Ja, und den braucht Freude ja natürlich. Wir wollen ja nicht den Boden unter den Füßen weggreifen. Doch, dann fällt sie nach unten und das Kleid geht natürlich in die Luft nachher. Ja, und man kann drunter gucken. Ja, aber das will Freudia ja insgeheim. Man will, also Freudia will, dass man bei ihr drunter guckt? Ja, dann hat sie ja Freude dran. Ah, sie so eine ist da also, so eine ist da also. Ich will darüber. Ja! Wow, knapp. Ja, das ist ein Vierersprung, ne? Aber wie sie so mit dem Bein zuckt. Siehst du das? Lalalalala. Ja, das ist ja beim Mega Man auch so. Ah, hoch. Zeig deine Schwimmkünste, Freudiger! What the fuck? Was ist das für ein
Ja! Was soll das? Nein, das... Also die bringen dich nicht um, diese Stacheln. Die Stacheln mit Gesichter bringen nur Energie ab. Ich wundere mich mehr über diese... Warum? Strömung? Was zum Geier? Au. Boah, mit was für Ideen packt das Spiel hier aus. Wow, das war geil. Okay, ich muss sagen, das Spiel packt geile Ideen aus. Ja, ist ja auch Rosenkreuzblätter, das ist sowieso genial. Vor allem innovativ. Pass auf, diese Spikes da sind tödlich, weil die haben keine Gesichter. Vor allem innovativ. Definitiv. Innovativ, definitiv. Mhm. Definitiv innovativ. Ja. Was ist denn das für ein Teil? Oh ja, diese komische Wasserpflanze? Diese komische Wasserpflanze aus Super Mario Bros. 3. Boah, ich werde total nach unten gedrückt. Boah, da muss ich Button Mashing extrem. Boah, guck dir das an. Octillery. Kann ich da rutschen? Ja. Oh, sorry. Was? Ich glaube, ich hab gerülpst. Ich hoffe, man hat nicht so laut gehört. Ich habe nichts gehört, also wird man es nicht gehört haben. Ach so, gut. Ja, ich habe mich nur mal entschuldigt, falls es Leute gibt, denen das stört und die das gehört haben. Irgendwelche Leute gibt es bestimmt, denen das stört, aber sie kennen mich ja mittlerweile, also. Also mich stört es persönlich nicht, wenn jemand rülpst. Mich eigentlich auch nicht. Mich stört es viel mehr, wenn sowas passiert. Wenn die ganze Zeit gehustet wird. Leider mache ich das ja auch oft genug. Besser gesagt, das sind so kleine Räusperer. Wow. Und Freudi hat gerade Anker auf den Kopf bekommen und jetzt musst du aufpassen, dass, ja, gut. Auf was muss ich aufpassen? Scheiße. Dass du den Boss erreichst, aber du hast ihn ja gleich erreicht. Also, ist ja nicht mehr. Oh, Moment, da oben noch, dann baue ich mir eine Wand. Was war denn da oben? Das ist, wenn du von einer anderen Seite kommst, dann fällst du da runter. Also, oh, letztes Leben, ich hab's vergessen. Aber ich muss sagen, die Welt war geil. Innovativ, geile Ideen. Wow. Letztes Leben, dann probier mal die Waffe aus. Das hätte ich sowieso. Ja, was bitte? Oh, schon wieder so eine bösartige Musik. Claudia, willst du mit mir baden? Komm mit mir baden! Nein, will ich nicht. Lass mich. Ich will aber nackt mit dir baden. Lass uns mal nackt baden. Das sieht man meine. Ich wollte nichts sagen. Na warte, jetzt hau ich dir einen deine Fresse. Ich hätte mir erwartet, da muss ich deinen Teil eben zerschneiden. What the fuck? Ich sehe nichts. Ich sehe schon, diese Waffe ist falsch. Sie hat mich aufgeschlitzt. Da hast du dir verdient, du dumme Bitch! So, das war die Übersetzung. Was zum Geier? Ich lehne mich gerade vor und gucke. Was für ein Geier? Freudia wird ersoffen. Ja, so etwas ähnliches. Okay, der Freund Zwinger ist schon mal nicht gegen Trauere gedacht. Also nehmen wir das Kätzchen nochmal. Und dieses Mal springe ich ins Loch. Weil es ist eigentlich der einzige Ausweg. Lalala. Toll! Frag dich nur, in welches Loch du springst. Freudi hat ja auch ein Loch. Freudi hat sogar zwei Löcher. Ich bin in den ersten Goomba reingesprungen. Was? Okay. Oh! Okay, Leute, das glaubt ihr mir wahrscheinlich nicht, aber das war Zufall. Gibt's da rechts auch noch? Nee. Aber irgendwie ein bisschen Slow Motion kommt mir nicht mehr vor. Ich wette, da ist eine Schlucht. Jetzt zeig dich, verdammt! So. Ja, diese Metals öffnen sich erst, wenn du nah genug ran bist. Oder wenn ich sie einfach so töte. Was? Bastard. Wie komme ich da hoch? Diese Ausdrucksweise ist ja mal unerträglich. Denken Sie mal über Ihr Verhalten nach, Onkel Wolf. Also, ich finde ja benehmen. Wow. Nein, das ist nicht tragwürdig, genau. Ja. Nicht fragwürdig. Ja, egal. Ich will da hoch, oben zum Leben. Kannst du doch hoch. Wie denn? Da
Da ist eine Leiter dahinter, hinter dem, hinter der Fragezeichenwand. Hinter welcher, ne? Da. Ich wusste auch nicht. Nein, hinter, auf die andere Seite. Da. Nein, weiter rechts. Du musst von rechts an das Leben ran und da ist eine Leiter hinter der Wand. Musst du gucken, wo die ist. Hier rechts. Da ist eine. Oh. Vielleicht spring mal hoch und... Ahaha. Ich hab das übrigens, bis vor, ja, bis vor einem Monat noch gar nicht gewusst. Ich hab das auch erst vor kurzem herausgefunden. Bei mein, Let's Race wusste ich das noch gar nicht. Das habe ich erst vor kurzem zufällig rausgefunden. Au. Um ehrlich zu sein, selbst wenn du es... Ja, das kenne ich doch von Mega Man. Das war geil, ne? Das war geil. Oh, du hättest nicht sehen sollen, wie ich gerade am Zucken war. Oh. Fuck you, Spiel. Das war geil. Oh, der größte Herzkasper meines des Lebens. Heute gibt es zusammengepresste Freude, ja? Wow, ich hatte gerade so einen Herzinfarkt. Boah, schlimmer als wir bei irgendwelchen Horror-Games. Die... Das habe ich gerade gemerkt und das fand ich definitiv unterhaltsam. Ja, dieser Herzkasper, selbst Mad Father konnte den nicht überbieten. Aber nun gut. Jetzt habe ich schon mal... Jetzt weiß ich schon mal, was das Spiel von mir hält. Dieses Mal komme ich daran. Aber in dieser Stage gibt es 2 E-Tanks, das ist schon mal sehr nett. Ja. Okay, und jetzt? Ah. Dieses Mal nicht. Jetzt soll es kein Freudia-Matsch geben. Zusammengequetschte Freudia ist uns eine Freude. Diese Spikes an der Decke sind nicht tödlich, weil die Gesichter haben. Aber ich traue den Spikes trotzdem nicht, weil... Da und da sind bestimmt... Der Boden geht ja sowas von oben, das sehe ich doch schon. Allein von diesem Schild dahin. Das könnte durchaus sein. Nachdem... Obwohl ich weiß nicht, wie es ist, wenn du von oben auf die, an die Spikes kommst, weiß ich nicht, ob die nur Energie abnehmen oder trotzdem töten, weil vielleicht sieht das ja als zerquetscht. Au. Ich verstehe diese Totenköpfe da hinten nicht. Oh. Jetzt verstehe ich sie. Oh, diese Stage zeigt mir jetzt schon, dass sie mich nicht mag. Wow. Nee. Weg da. Ja. Nein. Ja, was denn jetzt? Ja oder nein? Doch. Jawohl. Haben wir nicht irgendein Hilfsmittel oder so? Nee. Wir können da nicht noch hoch. Nicht. Au. Aber du wirst später welche kriegen. Au. Wenn du die richtigen Bosse besiegst. Oh, das Spiel zeigt mir, wie nett es mich findet. Okay, wir hatten einmal Topman, einmal Shadowman und einmal Needleman. Und da ich Needleman am besten finde von den dreien, gehe ich zu Needleman. Oh, das erinnert mich jetzt an Hundman. Ich will keinen Hund töten, Hunde sind geil. So. Aber ich frage mich, was bei den anderen beiden Wegen gewesen wäre. Willst du es wissen? Ja, sag. Topman, sicherer Tod. Shadowman, eine Abkürzung. Du siehst ja unter den Hunden. Diesen kleinen Spalter hättest du hinterher sliden können, die nicht töten müssen. Okay, gut zu wissen. Allerdings müsstest du dann, wenn du bei Shadowman runterfällst, schnell genug nach rechts ziehen, um noch in die unsichtbare Wandlücke zu kommen. Ja, diese Stage ist eben fies. Habt ihr von den Experten gehört, was diese Stage noch bereithält? Ich meine, hat ja das Spiel ja auch Let's Raced. Ja, allerdings nicht Freudenstachel, sondern Weißelbass, weil es genau dasselbe fasst, nur ein anderer Charakter. Was war das? Achso, eine Leiter! Ich dachte mir jetzt, was passiert jetzt? Okay, dann gehen wir mal rechts lang. Ja, das kennen wir doch auch noch vorher. Kannst aber nicht alle Münzen kriegen, also wenn du alle Münzen einsammelst, kriegst du ein Leben, aber du kannst nicht alle kriegen, weil dir dafür, ja, die gewisse Item fehlt.
Ja. Was soll's? Finden wir später noch heraus. Und das sieht Super Mario 3. Du kannst auch darin schießen. Okay. Das ist sehr geil. Vor allem sieht das sehr süß aus, wie Freudia da in ihren neuen übergroßen Stiefel herumspringt. Lalala. Ja, eine kurze Vorwarnung. Seitlich an die Spikes ran ist Instant Death. Habe ich mir schon gedacht. Aber das macht ja nichts. Vor allem freut ihr, wenn sie Schuhe einkaufen geht. Dann nimmt sie bestimmt nicht solche großen Stiefel. Ja, dann hat sie etwa eine Größe zu groß genommen. Ja, eine Größe, was haben die dann für Plattfüße? Na nun gut, versuchen wir den Zwinger. Den Hundezwinger. Schwermutter ist einfach. Ja, und sieht genauso unschuldig aus wie beim ersten Mal. Aber diese Gegend hier gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Das hat so etwas von Super Mario World. Ich weiß nicht mehr, welcher Gegner das war. Ich glaube, Wendy. Es gab noch einen anderen, der Bowser Juniors, aber ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Super Mario World habe ich bisher auch nur ein einziges Mal gespielt. Also mein ganzes Leben. Also ich habe den Teil für Super Nintendo noch gar nicht gespielt, nur mal gesehen. Ja, war klar, macht auch keinen Schaden. Hab ich du hast einen Freudenstachel, der funktioniert doch gut. Ich habe 3 Energietanks? Woher habe ich die bloß? Au. Au. Von den Leveln? Ja, 2 waren hier und wo war der letzte? Ja! Bei Groller. Was, bei Groller? Ja. Da siehst du wieder, wie lang das her ist. Ja, boah, freu dir. Du ja. Kriegst aber immer einen Orgasmus, ne? Ja, sie hat mir ihren Speer wohin gerammt. Ein Arschloch. Nein, zwischen die Beine. Vorne rein, hinten wieder raus. Bah. Ekelhafte Vorstellung. Stimmt. Also, das muss ja voll wehtun, wenn man so einen Speer ins Arschloch bekommt. Ja, das stimmt. Also, ja. Au. Ich möchte keinen Speer ins Arschloch bekommen. Au. Ja, wehe. Ja, war klar, dass ich nicht ausweichen konnte. Natürlich kannst du ausweichen. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Nimm doch Retanks. Wollte ich ja, aber ich habe nicht drauf geachtet. Das ist sowieso mein letzter Versuch, das heißt, ich werde jetzt einen Energietank nehmen. Na toll, drittes Video und eigentlich nichts erreicht. Es sei denn, ich mache das kleine Katzenmädchen hier fertig. Ich sollte mal ein bisschen lernen auszuweichen. Ich dachte, du kannst Needleman. Kann ich ja. Ihre Stichattacke ist doch von Needleman. Weißt du was? Ganz im Ernst. So. Ist mir jetzt egal, ob jemand schreibt, Wolf ist voll der Loser. Es ist mir jetzt scheißegal. Ich habe hier keine Lust, noch mehr gegen die zu versagen als ohnehin schon. Was ist heute los? Den ganzen Tag schon. Das habe ich auch bei Pokémon gemerkt. Ich stelle mich heute an wie der hinterletzte Vollpfosten. Da! Dein Tintenfisch-Freundchen. Toll, jetzt bin ich einmal ausgewichen und trotzdem reingesprungen. Du stellst dich an wie bei der Warteschlange. Ja. Was? E-Tank, mein Freund, E-Tank. Ist mir egal, ob ich jetzt E-Tanks ziehe, bis zum geht nicht mehr. Also ich sag mal, wenn du schon einen benutzt hast, kannst du auch zweiten nehmen, weil E-Tank nehmen ist E-Tank nehmen. Dann nehme ich einfach alle, das ist mir jetzt scheißegal. Da, genau so. Genau ich würde lachen, wenn du jetzt keinen mehr brauchst. Ja, dann würde ich. Okay, Glück gehabt. Au, dann würde ich sagen, ich würde so kotzen. Glück gehabt, du hast ihn gebraucht. Ja. Hör auf mich zu vergewaltigen, Freudia! Ich will das nicht! Kein Wunder, dass die Linke so einen Gesichtsausdruck macht, aber nun gut. Hör auf, mir den Freudenstachel in meinen After zu rammen, das tut völlig weh! Oder auch nicht. Ich meine, das ist ja Eis und es schmilzt. Also ist die Mordwaffe weg. Tja, Pech. Ich will eh nur den Tintenfisch auf den Kopf. Danke, als Souvenir mitnehmen. Fertig. Lalala. Dann ist sie nur mehr in einem Katzenoutfit. Obwohl, ich frage mich, ob die was drunter trägt. Das muss ja verdammt warm sein, dieses Outfit. Ich weiß nicht, ob sie was drunter trägt. Ja, ein Pelzmantel.
Ich will es mir auch nicht vorstellen, wenn sie nichts unterträgt. Schneekristall. Strudels. So. Das war jetzt das dritte Video, glaube ich, oder das vierte. Na, das dritte war's und zwei Gegner platt. Naja, immerhin. Ja, wird mal wieder Zeit für einen Schnitt. Ja, wie ein Schnitt, aber warum Schnitt? Also, hast du doch schon gemacht bei Grolla. Ja. Hast du dich doch schon geschnitten. Aber ich glaube sowieso, dass dieses Projekt mehr Videos haben wird als der erste Teil. Allein schon. Obwohl eigentlich so der erste Teil länger sein, weil er Story hatte, aber. Ach, was soll's. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, rein, Leute, bis zum nächsten Mal.